Hallo, heute bekommt ihr hier die besten Tipps gegen Blasenentzündung. Hier ist Alexandra von Rohe Energie und das ist die Dr. Petra Bracht. Wir sind in Bad Homburg bei ihr zu Besuch und wir haben schon ein paar Interviews gemacht und jetzt möchten wir gerne euch nochmal ein paar Tipps gegen Blasenentzündung, das ist ja ein häufiges Frauenleiden vor allem, nochmal mit an die Hand geben, weil gerade auch in der kalten Jahreszeit kommt es ja doch immer wieder häufiger vor, ne? Oh ja, also es ist schon ein Krankheitsbild, das die Frauen doch manchmal ganz schön massiv auch traktiert. Und ich denke, wir sollten einfach mal darüber reden, was Frau dagegen tun kann. Ja. Weil es tut einfach richtig weh. Ja, ich denke, dass 7 oder 8 von 10 Frauen dieses Thema durchaus kennen. Mhm. Und häufig auch nicht nur einmal, sondern ganz oft, je nachdem, in welcher Lebensphase man ist und so weiter. Und es gibt einfach ein paar Dinge, die man berücksichtigen sollte. Und ja, es gibt dann auch ein paar ganz heiße Sachen, die man, wenn man sie macht, dann tatsächlich dorthin bringt, dass man keine Blasenentzündung mehr kriegt. Ja, das würde mich sehr interessieren. Zum Glück habe ich keine Probleme mehr damit, aber ich war da früher auch sehr betroffen. Und das Schlimme ist ja auch, wenn man so eine Blasenentzündung dann mal verschleppt, was ich dann nämlich mal gemacht habe, dann ist es bei mir aufs Nierenbecken gegangen. Genau. Ja. Und dann habe ich dann keine Blasenentzündung mehr gekriegt, sondern dann habe ich immer sofort eine Nierenbeckenentzündung gekriegt. Ja. Also bloß nicht verschleppen, kann ich euch nicht empfehlen. Ja, ja. Absolut richtig. Ja, also das ist schon mal ein Tipp. Mhm. Aber was kann man denn machen, um der Blasenentzündung überhaupt vorzubeugen? Also gut, dann sind wir jetzt erstmal bei der Vorbeugung. Wenn ihr zu denjenigen gehört, die darunter leiden und immer mal wieder eine Blasenentzündung bekommen, dann sollten die jetzt schon mal anfangen zu achten darauf, wie sie mit sich umgehen, was die Hygiene anbelangt. Mhm. Ja? Also zum Beispiel auf der Toilette ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr tatsächlich den Griff der Toilette nicht anfasst und dann anschließend das Toilettenpapier benutzt und euch damit reinigt, weil die Türklinken sind schon die beschmutztesten Klinken überhaupt von der Toilette. Und da denkt man nämlich nicht dran. Also deswegen echt aufpassen, dass ihr nicht mit den Bakterien der Klinke bei euch irgendwie in Kontakt kommt. Das ist völlig verrückt, aber das vergisst man ganz, ganz oft. Also deswegen vielleicht dann schon irgendwie einen Pulli dann hochziehen oder die Jackenärmel nehmen und dann die Klinge auch, genau, dein Taschentuch benutzen. Das ist wichtig. Und dann natürlich einfach auch Hände waschen, das ist schon klar. Dann ist es wichtig, den Schlüpfer auch jeden Tag zu wechseln, weil es sind ja meistens Darmbakterien, die dafür verantwortlich sind, dass es eine Blasenentzündung gibt. Und da das bei Frauen ja von den anatomischen Verhältnissen so ist, dass die Bakterien einfach schön warm und weich und schnell auch wandern können, ist es einfach wichtig, dass man sich schon auch pflegt und reinigt. Mhm. Also das heißt wirklich einmal reinigen pro Tag ist gut, aber bitte nicht 10-mal, weil 10-mal, dann macht ihr nämlich eure gesamte normale Struktur, die ihr habt, den Schutz zerstört ihr auch und deswegen auch keine solchen Intimpflegemittel und sowas nehmen. Die es gibt ja, das ist auch grauenhaft. Ja. Grauenhaft, ja. Richtig. Also das sind so Grundvoraussetzungen, die man machen sollte. Und dann, was noch ganz sehr viel, ach ja, was ihr wissen müsst, aber das wisst ihr wahrscheinlich schon, die es haben, natürlich nach Sex unbedingt auf die Toilette gehen. Ja? Also wenn ihr ein Liebeserlebnis hattet, bitte sofort danach auf die Toilette. Ist manchmal ein bisschen unsinnlich, unromantisch, ja, aber wenn ihr ja da ein Problem mit habt, dann solltet ihr da schon auch drauf achten, weil wenn man eine Blasenentzündung hat, dann hat man nämlich auch keine Lust auf mehr Romantik. Dann ist es nämlich auch gelaufen. Also lieber dann kurz aufstehen, auf Toilette gehen, das ist gut. Was ganz wichtig ist, ist einfach, was machen wir denn von innen? Was können wir denn da tun, dass wir vielleicht Bakterien, die dann schon in uns gekommen sind, jetzt sind wir eigentlich bei dir in dem Moment, wo man denkt, oh, da kommt jetzt was, was kann ich denn da machen? Und zwar natürlich warm halten, ganz viel trinken, das ist Vorbeugung, aber auch im Fall einer Blasenentzündung ganz wichtig. Aber es gibt ein Mittel, das die wenigsten Leute leider kennen. Und zwar ist das die Demanose, das ist ein bestimmter Zucker, den wir nicht aufnehmen können, aber dieser Zucker
krapscht sich tatsächlich die Bakterien und schleust die dann einfach aus. Mhm. Deswegen, das klingt ja spannend. Das klingt total spannend. Vor allen Dingen ist es extrem effektiv. Also gerade wenn man so fühlt, da kommt was, nimmt man von dieser Demanose, kann man in Pulverform, aber auch in Kapselform nehmen. Mhm. Bei Beginn von so einer Blasenentzündung eben in der höheren Dosierung als bei der Vorbeugung. Mhm. Dann nimmt man das eins oder zweimal am Tag. Und wenn man das akut hat, kann man es schon 3-4 Mal am Tag nehmen. Viel trinken, weil durch das Trinken wird diese Demanose in die Blase dann auch gelangen können. Und dort krapscht sich diese Demanose tatsächlich die Bakterien und scheidet die aus. Mhm. Das ist wichtig. Und was auch richtig, richtig gut ist, hohe Dosen von Vitamin C einnehmen. Ja. Und zwar 2x3 Gramm pro Tag. Ja, also ist Vitamin C ist sowieso bei solchen Entzündungssachen generell unglaublich gut, ja. Und dann ganz viel dazu trinken, dass es eben ausgespült werden kann. Mhm. Und wenn ihr das durchgestanden habt, das merkt man ja, weil dann das Brennen nachlässt und so weiter, dann solltet ihr wirklich eine ganze Weile von dieser Demanose auch nehmen und auch das Vitamin C, dass eben diese Bakterien keine Chance mehr haben, sich in der Blase zu verbreiten und dann halt auch auf keinen Fall in die Nieren hochzuwandern, weil das wäre einfach Katastrophe, weil eine Nierenbeckenentzündung, damit ist weiß Gott überhaupt nicht zu spaßen. Und natürlich im Winter bitte immer warm halten, warme Füße, weil es gibt so einen Mechanismus, so eine reflektorische Geschichte, dass wenn wir kalte Füße haben, auch der Stoffwechsel etwas lahmgelegt wird, gerade auch im unteren Bereich, also im kleinen Becken, auch in dem Nierenbeckenbereich. Und das ist überhaupt nicht gut, weil wenn nicht genug Stoffwechsel da ist, aber sich natürlich die Bakterien dort niederlassen, dann können die sich eben auch vermehren. Mhm. Und das gilt es zu vermeiden. Also wenn so kalt ist, dann vielleicht trotzdem irgendwie ganz warme Socken anziehen. Wollsocken sind angesagt, dicke Schuhe und auch die Nieren, wenn die Wärme haben, das tut denen total gut und die sind dann nicht so anfällig. Ja, zum Glück sind die Bauchfreizeiten vorbei. Also, Gott sei Dank. Ja, ich war so in dem Alter, als das damals, da war das total in, da war ich so um die 20 rum mit diesem Bauchfrei. Und das war dann wirklich so, dass wir Mädels dann, wenn wir dann in die Disco gegangen sind, dann wollten wir ja nicht noch Geld für die Garderobe ausgeben, dann haben wir die Jacken alle schön im Auto gelassen, und sind dann da bauchfrei im Winter vom Auto bis zum Eingang von der Diskothek da gerannt. Das war schon ganz schön kalt. Ja. Richtig. Ja. Zum einen sind wir ja aus diesem Alter zum Glück groß. Das ist die eine Geschichte. Und zum anderen ist es im Moment, Gott sei Dank, nicht modern. Miniröcke sind auch, glaube ich, im Moment, zumindest jetzt in der Wintersaison. Ja, ich weiß auch nicht. Also ich glaube, so kurze Hosen, aber wenn, dann so wirklich mit Wollstrumpfhose und so. Also wenn ich das sehe, dann haben die dann auch vernünftige Strumpfhosen an. Also warm halten ist schon die halbe Miete. Ja, auf jeden Fall. Gut, super. Dann hoffe ich, dass ihr die Tipps beherzigen könnt oder dass ihr die beherzigt, dass es euch hilft, sowohl bei der Vorbeugung auch als bei der Behandlung. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, noch viel Gesundheit. Gebt uns gerne einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Guckt bei der Petra vor allem auch vorbei auf ihrem Kanal. Die hat nämlich auch noch ganz viele andere Gesundheitstipps. Und aktiviert das Glöckchen. Und dann noch einen schönen Tag und bis bald. Tschüss. Tschüss.